Willkommen zum Tagebuch vom Donnerstag, dem 29. Juni. Und heute habe ich die Französischprüfung schriftlich geschrieben. Und ja, sie war schwierig. Vor allem, also ich bin wie immer in dieser Woche um 17:45 aufgestanden. Dann habe ich mich geduscht, ich habe zum Morgen gegessen und dann war es auch schon soweit. Ich bin in die Schule gefahren und ich konnte dort die Prüfung auf Französisch schreiben. Sie war schwierig in dem Sinne, dass das Hörverständnis unverständlich war, dass das Leseverständnis, manche Antworten nicht so klar waren und ich für den Aufsatz zu wenig Zeit hatte. Und dann war es auch schon 11:15 Uhr oder 11:10 Uhr habe ich abgegeben und da bin ich runtergegangen und dann habe ich gesehen, dass es gratis das Buch Adam Smith, Der Wohlstand der Nationen, gab, das ich mitnehmen konnte. Ich fuhr heim und danach lernte ich für meine Psychologieprüfung sehr, sehr viel. Ich spielte aber auch noch mit Rocco, Schlumpf, Lux, Kaiser und Bulli. Ja, und dann bin ich wieder um 22.45 Uhr schlafen gegangen. Ich würde sagen, das war so eine Art 5 von 10 Punkten.